Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fotowettbewerbs Wiki Loves Monuments, liebe Denkmalenthusiastinnen und Enthusiasten, ich freue mich sehr, dass auch dieses Jahr der größte, der man muss ja wirklich sagen schon größte Fotowettbewerb zu Deutschlands Denkmalen, zu den Denkmalen weltweit wieder stattgefunden hat und Sie an diesem Wettbewerb auch teilgenommen haben und ganz wunderbare Fotografien von unterschiedlichsten Denkmalen, in unterschiedlichsten Situationen, in unterschiedlichsten Atmosphären eingereicht haben. Diese Fotos, die Sie einreichen, sind ein Zeugnis. Sie sind Zeugnisse von unseren Denkmalen, die für unsere Gesellschaft ein ganz wichtiger Identifikationsort sind, der uns tagtäglich begegnet, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg in die Schule, möglicherweise auch auf dem Weg zu Freunden, laufen wir an Denkmalen vorbei, kommen an Denkmalen vorbei und diese erzählen uns Teile unserer Geschichte, Teile der Geschichte vielleicht auch unserer Vorfahren und sie sind eben Zeugnisse, die in der Zeit stehen. Und mit den Fotografien machen sie gewissermaßen Schnitte in der Zeit, dokumentieren den Zustand und teilen diesen. Sie teilen den, indem sie das bei Wikimedia hochladen und damit für alle weltweit zugänglich den Zugriff auf die Denkmale ermöglichen. Und dies ist ein wirkliches Geschenk, für das ich Ihnen an dieser Stelle danken möchte, denn so können wir von zu Hause gewissermaßen auch den Weg zur Schule von Ihnen oder anderen, den Weg zur Arbeit nachverfolgen, mit Ihnen das Erlebnis Denkmal teilen und in der Zukunft auch unseren Erben gewissermaßen davon berichten. Ich danke also allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und hoffe, Sie haben eine wunderbare Preisverleihung.